Phase 5 ist live und World First Mythisch Skill in BWL geht an die EU-Gilde B-Tribe von Living Flame. Ich hatte noch nicht mal eingeloggt in Phase 5 und Nefarian war schon down. Irre. Übrigens, Mythisch Skill definiert Warcraft Logs, wenn man mindestens 3 Prüfungen gewählt hat mit der schwarzen Prüfung. Jede Woche gibt es eine neue Bonusprüfung. Spieler haben herausgefunden, dass die erste Woche die blaue Prüfung die Bonusprüfung ist in BWL. Mit Phase 5 erhalten Spieler auch 2 unterschiedliche Tier 2 Sets. Draconic und Core Forged. Der Unterschied ist, dass das Core Forged die T1 Set Bonis beinhaltet, welches ihr euch in MC holen könnt bei dem Hydroxianer NPC, also wie schon die T1 Rüstung. Und das Draconic Set könnt ihr von Victor Nefrendios außerhalb vom BWL euch holen. Mit den Coins könnt ihr euch jetzt neue Beute holen, Booty Bay, darunter auch die T2 Armschienen für 125 Münzen. Spieler haben berichtet, dass man jetzt von Endbossen in Dungeons 3 Münzen erhält, genauso wie von Oni und den Welt Bossen. Mit Phase 5 erhalten Spieler auch klassenspezifische epische Waffen, welche wirklich stark sind. Um an die neuen Waffen zu gelangen, müssen Spieler eine Questkette erledigen, die für jede Klasse unterschiedlich ist. Auf WoWhead gibt es aber jetzt auch schon Guides für eure Klassen. Es passiert viel aktuell in Season of Discovery. Um nichts zu verpassen, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß in Phase 5 und vor allem Würfelglück.